Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Fridays for Fußball in der Boxing Day Edition. Denn traditionell wird am Boxing Day, dem hier als zweiten Weihnachtsfeiertag bekannten Tag, Fußball gespielt. In Großbritannien, in England zumindest. Die Premier League steigt. Und da spiele ich diesmal einen Verein, dem es ganz, ganz schlecht geht diese Saison. Den FC Arsenal London. Das ist ein London Derby, weil wir spielen gegen den FC Chelsea. Das Spiel steigt am Boxing Day, also am 26. Dezember um 18:30 Uhr. Arsenal hat im Moment zahlreiche Probleme. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das ist, da was die da zeigen. Da sind sie 15. Da sind sie tatsächlich auch im Moment. Es ist der 15. Spieltag in England. Arsenal hat gerade mal 14 Punkte und Chelsea hat 25 Punkte und ist Fünfter. Ist halt eine echt schlechte Saison für Arsenal. Zuletzt war das Team laut Kicker 1981 so schlecht, also das ist schon fast 40 Jahre her. Der Trainer kommt immer wieder in die Kritik natürlich, wenn es so läuft. Und unter anderem gibt es da so dieses Hickhack zwischen Özil und dem Verein. Also Özil ist ausgebotet, hat glaube ich seit März nicht mehr gespielt. Und am Anfang irgendwie hieß es mit Gehaltsverzicht wegen Pandemie oder dann sagt er aber, nee, das hat rein sportliche Gründe, also da will ich mich jetzt auch nicht einmischen, das ist so, also so gut bin ich auch nicht im englischen Fußball drin. So sieht dann nämlich dann auch die Aufstellung aus. Ich habe noch Mustafi reingenommen, weil ich nicht herausfinden konnte, warum er nicht spielen sollte. Sokrates spielt nicht, der hat laut Transfermarkt keine Spielberechtigung. Der hat wahrscheinlich auch irgendwie wie Özil Ärger gekriegt, keine Ahnung. Und Kolasinac kann nicht spielen, der hat den Virus. Genau, wir streifen auf Chelsea mit einigen bekannten Gesichtern. Trainer ist Frank Lampard. Und wir sehen aber auch noch so Kollegen wie Kai Havertz und Werner und Antonio Rüdiger. Also, das wird hart. Wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Für mich. Ja, da konnte ich nur mit einem Foul gestoppt werden. Ich hatte ja im Livestream euch versprochen, falls ihr den Livestream nicht gesehen habt, dass es auch einen Fridays for Fußball geben wird. Trotz Weihnachtsfest. Und das muss einfach sein. Ihr könnt ja nicht an Weihnachten ohne Fridays for Fußball auskommen. Weil was soll man denn dann gucken? Also das 100. Mal Kevin allein zu Hause oder Weihnachten bei Familie Heinz Becker. Also irgendwann ist auch Fridays for Fußball eine Weihnachtstradition, würde ich sagen, dass man das dann schaut mit der ganzen Familie. So Sissy und drei Haselnüsse für Aschenbrödel können einstecken, wenn sie dann den bärtigen Mann mit der Wintermütze sehen. Also nicht den Weihnachtsmann, sondern mich. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Oh, was? Die können ja schalten und walten, wie sie wollen da. So kommt der Schuss nicht durch. Thomas. Da haben wir William. Mal ein bisschen. Hector Bellerin. Oh! Hey. Freistoß, mehr nicht. Keine große. Ja, es kommt davon, wenn ein Stürmer versucht, hinten auszuhelfen. Ey. Wird wieder weggrätscht. Ich glaube, da unten ist David Lewis. Führt den Freistoß kurz. Im wunderschönen Afro. Ah! Thomas Partey. William. Ah, schade. Das wird nichts mehr, es wird Abstoß geben. Was? Warum gibt es Abstoß? Es ist ja faszinierend. Also, während hier ja in Deutschland kein Fußball. Also, man kann mittlerweile ja, auch wenn man davon halten will, was man mag, jeden Tag Fußball schauen. Also, ob es. Also, jetzt glaube ich, außer Heiligabend, aber. Wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Hintertupfingen liegen, wird noch gespielt.
Kubicic auf internationaler Ebene, nicht in Hintertupfing. Der Ball kommt hoch rein. Der FIB-Pokal gab es ja auch noch so knapp vor Weihnachten, war ein bisschen ungewohnt. Bremen ist ja weitergekommen. Schöner Spielaufbau jetzt. Unter anderem Hannover rausgeholt. Rot-Weiß Essen ist weitergekommen. Das war eine große Überraschung als Regionalligist. Gegen Düsseldorf, glaube ich. Osnabrück ist leider ausgeschieden. Mit einem knappen 1:0 gegen Köln. Das war echt schade. Aber gegen Köln kann man halt auch mal verlieren. Und das war jetzt auch nicht irgendwie, dass man da abgeschossen wurde von den Bundesligisten, sondern man hat auch sich nicht schlecht verkauft. Oh, jetzt faul ich ihn bestimmt gleich aus Versehen. Ja, sehr gut unter Druck gebracht. Leno hält. Leno kennt man natürlich noch. Thomas. Die pressen, aber wie Sau. Sehr gut. Lacazette jetzt. Ich denke, heute dürfte uns eine ziemlich. Komm da nicht dran vorbei. Was meinst du, Buschi? Ja. Ähnlich, Wolf? Ich glaube, ist ja sonst meist favorisiert. Im echten Spiel. Ein bisschen anders aus. Gibt es eine dicke Packung für Arsenal, so im Moment, wie die drauf sind, weil Chelsea ist einfach zu stark. Jetzt könnte die Flanke. Ey, das war ein Foul! Der hat den geschoben! Ich glaube, es war Aubameyang. Aubameyang. Einwurf jetzt. Ah, Mist, Einwurf für Chelsea. Ben Chilwell. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Ball im Aus, es gibt Einwurf für Chelsea. Ich glaube, ich werde mir auch das ein oder andere Spiel am Boxing Day reinziehen. Ich glaube, am zweiten Weihnachtstag habe ich noch nichts zu tun. Außer vielleicht aufzunehmen für Game Over Schmidt. Ja, ich habe keine anderen Hobbys. Mustafi. Die Gunners greifen wieder an. Nein, den muss er durchgeben. Der wäre es gewesen, dann wäre er unten frei. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir spielen wieder auf Weltklasse. Da habe ich auch so meine Probleme gerade mit. Timo Werner. Oh. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Weil wenn ich so nebenbei mal auf der Couch liegend zocke, spiele ich eher auf Profi. Weil da muss man nicht so viel nachdenken. Aubameyang. Kieran Tierney. Aubameyang war doch mal einer der von den Schnellen. Hier trabt er irgendwie nur. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam. Ah, muss man mal aus der Ferne schießen. Ball und den hält er natürlich. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Flanke kommt nicht durch. Oh. Neben mir ist die Katze, deswegen gucke ich mal so zur Seite. Solltet ihr passend zu Weihnachten Wünsche haben, welche Partien ich als nächstes spiele? Ich habe es noch gar nicht auf dem Schirm, was ich so zwischen den Jahren spiele, weil ich glaube, dann wird es echt problematisch mit Fußballspielen. Da ist übrigens der Katzenschwanz. Tammy Abraham. Sonst muss ich halt zu einer anderen Sportart greifen. Da gibt's ja genug. 0-0 zur Pause. Ich glaube, Arsenal wäre froh, wenn das wirklich so wird am zweiten Weihnachtstag. Ziemlich ausgeglichen, diese Partie bis hierhin, oder Buschi? Können wir genauso festhalten, Wolf. Sieht man ja auch an den Statistiken. Ballbesitz, Torschüsse. Ja, die Katze will jetzt gestreichelt werden. Aber das können wir nebenbei mal so machen. Wir lassen mal die Aufstellung so. Özil können wir ja eh nicht bringen. Den habe ich auch dann rausgenommen wegen der Ausbotung. Wünsche. Wenn ihr Spielwünsche, Partiewünsche, was auch immer habt, in die Kommentare. Ihr könnt dann natürlich auch ein sogenanntes Like dalassen und diesen Kanal abonnieren. Natürlich auch bei Facebook, wie ihr wollt. Ihr könnt mir aber auch schreiben in die Kommentare, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Also jetzt ist ja Heiligabend vorbei, erster Weihnachtstag vorbei, da hat man meistens die Geschenke alle schon und den Bauch voll.
Ball bei Party. Für viele ist dann der zweite Weihnachtstag nur noch. In den freien Raum. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Den Bauch auskurieren und rumliegen und vielleicht den Kater noch vom ganzen Glühwein, den man gesoffen hat. Da kann man noch mal einen Kommentar da lassen, was man so zu Weihnachten bekommen hat. Ist es vielleicht Cyberpunk und man will es eigentlich gar nicht spielen, weil es angeblich so verbuggt ist? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich warte nämlich erst, bis ich die PS5 habe und das Spiel etwas gefixt ist. Also Wolf, noch ist das zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Jawohl! Da ist das 1:0 für Chelsea. Das Rot von Chelsea leuchtet auf dem Controller. Jawohl! Da hatte Buschi gerade noch, Buschi und Fuß hatten gerade noch Aubameyang kritisiert. Zu Recht, der war auch nicht gut bis jetzt. Und dann kann sich Aubameyang durchsetzen. Darauf einen wunderbaren Schluck Kaffee. So 60. Minute ist es, glaube ich, oder was war das? 57. So, da also das 57. Sehen, okay. So. Da wird gesungen von den Fans natürlich. Wird hier gewechselt. Die Gäste werden wäre das wieder schön, anbringen, wenn wir wieder ins Stadion gehen könnten. Muss auch sagen, ich habe die letzten Jahre in der Regel eine Dauerkarte beim VfL Osnabrück gehabt. Hab den Aufstieg miterlebt in die zweite Liga und dann einige Partien, so viel es ging, in der zweiten Liga. Nur und da ist der Ausgleich. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe vom VfL im Stadion, war gegen St. Pauli. Ich glaube, Hinrunde vergangene Saison. Am Millern-Tor. Danach war ich nicht mehr im Stadion. Was, da fehlt echt was. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen wie das Gefühl beim ersten Stadionbesuch. Wenn man dann wieder ins Stadion geht. Und ich hoffe einfach, dass es was wird. Irgendwann wieder. Jetzt Aubameyang. Außer mit dem Ballverlust. Conte. Ziyech. Chelsea immer wieder mit diesem. Ja, da kam der Ausgleich echt zu schnell. Hakim Ziyech. Und abgepfiffen. Abseits. Ja. Ins Abseits gestellt. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Und dann wird gewechselt. Aha. Ja, ich muss auch, glaube ich, gleich mal wechseln. Mal gucken, wen und was und wo. Ey, die kommen, die decken alles zu. 20 Minuten zu absolvieren. Saugeil ausgetrickst. Hereingabe. Ah. Nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Ah, den habe ich nicht gesehen. Lacazette. Ah, schade. Den Ball klasse geblockt. Ben Chilwell. Zuma. Arsenal. Werner. Ah, Harvard spielt anscheinend nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Kovacic. Ballverlust. Ah! So. Auba. Jetzt Lacazette. Da kommt der Pass. Der Verteidiger. Na, war da. Ich hab abseits vermutet. Ja, das war tatsächlich aber ein gutes Auge vom Assistenten. Halber Fuß. Eine gute aber kurz Zuma. Und jetzt hat er Feierabend. Und der Mann, der da gerade den Freistoß schießt. Hier natürlich die Führung, aber noch steht das unentschieden. Und jetzt oh nein, Oliver sie die Partie Giroud noch zu ihren Gunsten entscheiden. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Er holt den sehr gut Ball hier, ganz stark. Zeig mal, was du kannst. Jetzt vielleicht der Konter.
William mit dem Ball. Ja, die sind alle schneller, die Chelseaner. Aubameyang. Alexandre Lacazette. Das ist jetzt der muss drin sein. Lacazette, warum machst du den denn nicht? Ganz wichtige Szene, es wäre der Rückstand gewesen. So ist weiter alles offen. Ah, ich dachte, ich wäre zentraler. Und dann wollte ich ihn links reinmachen. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ach, war das Havertz? Wen haben wir denn da noch? So? Ja. Den Chaka bringen wir noch. Chaka, du schaffst es. Ich glaube, das musste er sich das eine oder andere Mal anhören. So. Wir haben zwar nur noch ein paar Sekunden. Frank Lampard bringt Kai Havertz, so wie das aussieht. So. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt in den 16er. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Chaka. Ja. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Ja, ich hatte auch jetzt nicht vor, den da hinzuspielen, wo er hingegangen ist. Ey, das ist manchmal so ein Scheiß. Ey, der ist zu schnell. Der war gut verteidigt. Ey, da kommt plötzlich James oder James. Es ist nicht der Hammes, aber es kann ja sein, dass er so ausgesprochen wird. Kai Havertz. Ich glaube, es gibt einen Unentschieden. Damit kann Arsenal definitiv leben. Weg ist der Ball. Also bei der jetzigen Leistung. Natürlich wäre ein Macht Sieg. Gut hier. Ist immer besser. Sicher vom Torwart. Gut Komm. Gemacht. Ja, okay, der geht weg. Das war's, oder? Das war das Boxing Day Special von Fridays for Fußball. Arsenal gegen Chelsea spielt 1:1 am 26. Dezember um 18:30 Uhr. Ich übernehme keine Gewähr dafür, dass es auch so wirklich so ausgeht. Also Wolf, noch ist das zu wenig. Ich bleib mal gespannt, wie es so weitergeht mit Arsenal, weil das sieht echt nicht gut aus da. Hat was von Schalke. Nein, so schlecht ist Arsenal noch nicht. Wie gesagt, habt ihr einen Wunsch, was ich spielen soll? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und feiert noch schön Weihnachten. Macht's gut.